Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Morning Dust Rant. Leute, heute gibt es endlich wieder eine neue Folge. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 2 oder sogar 3 Wochen ausgefallen. Ich habe aber, Leute, nicht aufgehört, Morning Dust Rant zu spielen. Im ganzen Gegenteil, mir macht dieses Spiel immer noch so viel Spaß. Bis auf, ich glaube, einmal in den letzten 2, 3 Wochen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange das letzte Video schon her ist, habe ich jeden Tag Morning Dust Rant gespielt. Ich finde es immer noch mega toll. Hier sind immer noch unsere 3 Pferde, Leute, aber gestern, glaube ich, war es, habe ich mich verliebt. Leute, schockverliebt. Absolut schockverliebt. Und zwar in ein Pferd, das der Summer Paradise gehört. Ich hatte ihr gleich gestern auch schon eine Nachricht geschrieben. Die hat sie aber entweder nicht gelesen. Ich hoffe nicht ignoriert, das wäre ganz schlimm. denn der kleine Mann hier ist zum Verkauf. Und zwar Forgettable. Wir können ihn hier jetzt auch nochmal schnell suchen. Und ihn uns so angucken. Und zwar habe ich mal wieder nach Pferden gefiltert, weil mein Problem ist irgendwie, ich schaff's nicht, dass ich im Rodeo überhaupt Turniere melden kann. Und mir macht Western, glaube ich, sowieso eher Spaß. Das heißt, ich möchte eigentlich nur noch Pferde haben, die in Western gut sind. Horsemanship, Reining, irgendwie sowas. Und da hatte ich einfach mal nach Pferden gesucht. Und wenn ihr hier Appaloosa eingebt und Western, dann kommen hier einige Pferde. Unter anderem auch dieser kleine Mann. Er kostet 3.900 DD. Das einzige Problem, was mit ihm ist, Leute, man kann ihn nur anfragen. Man kann ihn nicht gleich kaufen, man kann ihn nur anfragen. Ich habe ihn noch nicht angefragt. Ich hatte ihr eine private PN geschickt. Aber ich bin mega hysterisch und deswegen hier der Appell. Bitte melde dich, Summer Paradise. Ich brauche ihn in meinem Leben. Bitte, 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 bitte. Ich werde natürlich jetzt auch Pferde hergeben, weil ich brauche natürlich jetzt Eppis zum Züchten. Und ja, aber er soll mein erstes Pferd werden, hoffentlich, Leute. Er ist wunderschön. Er ist ein Gold Chestnut Appaloosa. Er ist frei von Erbkrankheiten. Er ist nicht sehr viel wert. Aber ich finde ihn einfach wunderschön. Er ist das schönste Pferd in Morning Dust Rant, das ich überhaupt bis jetzt gesehen habe. Und es wäre so, so schade, wenn ich ihn nicht bekomme, weil ich finde ihn einfach so wunderschön. Er ist Reining und Horsemanship. Das heißt auch noch die Klasse Begabung. Er ist eine Begabung in Reining, aber wie gesagt, man kann ihn ja in beiden showen. Ich kann ihn in beiden noch trainieren, was dann auch kein Problem ist. Und er hat eine Fruchtbarkeit von 83%, was als Deckhengst, glaube ich, nicht so schlecht ist. Er hat jetzt nicht die besten Werte, aber er hat einen exzellenten Siegeswillen, was uns vielleicht mal einen Turniersieg einbringen könnte. Und er hat eine gute Halsform. Ansonsten sind ja die Werte bei allen Pferden nicht die allerbesten. Und Leute, ich habe mich einfach in ihn verliebt und ich möchte ihn unbedingt haben. Und deswegen fragen wir den kleinen Mann jetzt einfach gemeinsam an. Und ich hoffe einfach sehr, dass Summer Paradise mir antwortet. Wir geben natürlich 3.900 DD ein. Das ist der Preis, nachdem sie gefragt hat. Ich will jetzt hier nicht falschen, weil ich möchte den kleinen Mann unbedingt haben. Das können wir uns auch gerade so noch leisten. Ich überlege mir tatsächlich auch jetzt, welche Pferde ich alle hergeben werde. Und dann schreiben wir... Huhu, Summer, ich würde Forgettable gerne kaufen. Er ist wunderschön. Würde mich freuen, wenn es klappt. Liebe Grüße, Sandy. Anfrage senden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Oh. Okay, das heißt, ich muss erst... Oh mein Gott, Leute, das ist so fies. Das heißt, ich muss erst ein Pferd hergeben, um ein neues Pferd zu kaufen. Das ist natürlich eine mega krasse Katastrophe, Leute. Ich möchte auf jeden Fall die Pink Lady hergeben, aber wir müssen ja sofort ein Pferd hergeben. Ich möchte Oki's Red Berry eigentlich nicht hergeben. Es würde definitiv Sinn machen, dass wir Silent Shadow hergeben. Sowohl Oki's Red Berry als Silent Shadow sind beide in den Turnieren nicht so gut, dass die irgendwas gewinnen, leider. Ich habe die jetzt beide mehrmals in den Turnieren angemeldet und die hatten beide bis jetzt keine Platzierung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob...
ich ihn wirklich hergeben möchte. Er ist ja mein Anfangspferd. Ich kann aber mit ihm nie züchten, was ich mega schade finde. Bei den Turnieren gewinnt er nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit es Sinn macht, ein Pferd zu behalten, das quasi kein Geld einbringt in diesem Spiel. Das klingt total fies, aber am Ende des Tages ist es leider so. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich die Ausrüstung jetzt... Also kann ich die Ausrüstung dann behalten? So, hier unter Sattelkammer können wir jetzt hier die Sachen von ihm entfernen. Und... oh, das ist echt schade, Leute. Aber es geht hier bei dem Spiel nicht anders. Das Spiel ist einfach doch eine Simulation auch. Man muss gucken, ich habe nicht so viel Geld, Leute. Drei Pferde sind schon auch eine richtig große Belastung hier in diesem Spiel. Ich zahle, glaube ich, pro Pferd. Wie viel zahle ich pro Box? Hier ist es, Leute. 350 DD pro Box. Wie gesagt, ich habe kein einziges Turnier bis jetzt gewonnen. Er ist aber austrainiert. Fast. Renngalopp fehlt noch ein bisschen, aber wir gewinnen einfach nichts und deswegen werde ich ihn jetzt zum Gnadenbrothof abgeben. Also ich werde sonst nichts machen, weil es steht hier da, wenn du deinem Pferd Gnadenbrot gibst, so kannst du mit ihm nicht mehr züchten oder Turniere gehen. Du kannst es allerdings weiter ansehen. Außerdem erhältst du Rufpunkte, wenn du deinem Pferd ein Gnadenbrot gibst. Und das finde ich nämlich ganz cool, weil ich kann ihn weiterhin wohl besuchen. Ich gebe ihn wohl auch nicht weit weg ab, wenn ich noch hingehen kann und ihn besuchen kann. Ich nehme mal an, dass ich ihn einfach... Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte, Leute. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, machen wir das jetzt. Ins Gnadenbrot abgeben. Okay. Lehrpferde können erst ab 20 Jahre auf dem Gnadenbrothof abgegeben werden. Okay, also erst mit 20 könnten wir Shadow theoretisch... Gnadenbrot geben, was natürlich Sinn macht, weil er ist einfach noch in seinem besten Alter. Okay, aber theoretisch eigentlich können wir uns nicht drei Pferde leisten. Aber was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten jetzt mal gucken, wie viel ein weiterer Pferdestall kostet, also ein weiterer Boxenplatz. Um Pferde halten zu können, brauchst du pro Pferd brauchst du eine Lizenz. Kaufen kannst du Lizenz mit Rufpunkten. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt schon wieder eine neue Box kaufen kann. Wir probieren es jetzt einfach. Es kostet uns einen einzigen Rufpunkt. Jawohl. Das ging, Leute. Das ging. Ich muss jetzt zwar einen Rufpunkt hergeben, aber das ist nicht so tragisch. Jetzt gehen wir zurück zum Pferdemarkt. Wir filtern wieder nach den Pferden. Jetzt müssen wir das natürlich alles nochmal schreiben, was natürlich jetzt mega schade ist, aber es hilft nichts. Dann schreiben wir wieder 3900 und schreiben wieder einen Kommentar. So, ich habe jetzt einfach nochmal schnell irgendwas Nettes geschrieben. Ich hoffe, dass sie es bald liest und dass ich den kleinen Mann bekomme. Und jetzt machen wir Anfrage senden. Du hast erfolgreich eine Anfrage für Forgettable geschickt. Nun musst du abwarten, bis der Verkäufer darauf reagiert. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich den kleinen Mann bekomme, denn ich finde ihn einfach nur wunderschön. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ich hergeben soll, weil theoretisch muss ich bis Ende des Monats gar kein Pferd hergeben, weil mich keines der Pferde mehr Geld kostet in dem Sinn. Und ich werde auf jeden Fall, ich meine, wir könnten Silent Shadow behalten und Pink Lady verkaufen. Wenn wir jetzt vier Plätze haben, dann könnte ich mir noch eine Stute holen. Die kann ich mir aber sowieso erst nächstes Monat holen, wenn ich drei EC habe, hoffentlich, Leute. Und dann könnten wir gucken, ob wir in irgendeiner Form dann, ja wobei, nee, ich brauche dann die 3 EC, um das Pferd zu kaufen. Das ist natürlich jetzt ungünstig, weil ich ja keine Zuchterlaubnis bekomme für meine Pferde. Oh, jetzt gab es gar nichts dazu. Okay. Habe ich vielleicht das Falsche mal wieder trainiert? Ich kann mir noch nicht hundertprozentig merken. Und jetzt merke ich gerade, er braucht ja jetzt, weil ich verkaufe ihn ja jetzt nicht. Wir brauchen ja jetzt natürlich wieder eine Decke, Leute. Dann weisen wir ihm natürlich die Decke wieder zu. Ist mega traurig, Leute, dass ich ihn eigentlich hergeben wollte. So, Silent Shadow. Dann geben wir ihm natürlich wieder seine Decke. Und dann gucken wir ganz kurz noch zu Redberry. Der geht's auch sehr, sehr gut.
Und Leute, ich bin mega aufgeregt, ob ich den kleinen Mann bekomme oder nicht. Ich hätte gesagt, wir gehen einfach ein bisschen ausreiten mit ihr. Und Pink Lady würde ich gerne verkaufen, tatsächlich, Leute. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, für wie viel Geld ich sie gekauft habe. Es war auf jeden Fall nicht wenig. Ich bin mir nicht sicher, Leute, wenn ich sie verkaufe, verkaufe ich sie dann mit Decke oder ohne Decke? Ich kann sie jetzt nicht ohne Decke hier rumstehen lassen. Wir brauchen Schritt und Ausdruck. So, Schritt und Ausdruck. Kriegen wir es nochmal zusammen? Jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich habe sie jetzt schon relativ gut trainiert, hätte ich gesagt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was ich für sie verlangen kann. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was ich für sie verlangen kann, für wie viel ich sie verkaufen kann. Denn ich würde sie gerne weitergeben, denn ich habe einfach gemerkt, ich weiß nicht, ich möchte gerne Westernpferde, also nicht Rodeo-Pferde, sondern Westernpferde. Und deswegen hätte ich für die kleine Maus jetzt wieder ein Zuhause gesucht. Ich möchte aber jetzt nicht mega krassen Verlust machen. Das wäre sehr, sehr schade. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit diesem etwas anderen Video, Leute, mit meinem Bitte hilf mir Aufruf. Bitte hilf mir, bitte melde dich. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus.